Willkommen zurück zu Cube Life Island Survival. Wir haben unser erstes Haus gebaut. Wir sind jetzt hier in der Dunkelheit und irgendwo draußen. Und ihr seht, es ist saudunkel. Es war richtig saudunkel. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt ansatzweise irgendwas in der Richtung bauen kann, um es hier ein bisschen heller zu machen. Wir sollten das nochmal rübernehmen. Was brauche ich denn beispielsweise? Hey, wie viele Sachen es hier gibt? Was brauche ich denn für so ein Lagerfeuer? Eine Fackel. Was brauche ich für eine Fackel? Steine. Oder? Ne, Kohle und Holzkohle. Holzkohle und Kohle. Super, das heißt, wir haben es jetzt sau dunkel hier. Und ich könnte mir jetzt sogar das letzte bisschen Licht Okay. Also ich sehe jetzt hier noch gar keine Gegner, was ein gutes Zeichen ist. Vielleicht hat das Spiel auch ein bisschen Erbarmen mit mir. Aber ich habe jetzt auch gesehen, man kann zwei Felder hochspringen, was heißt, dass das die Gegner vielleicht auch können. Und deswegen sollte ich dann doch versuchen, hier zuzumachen. Ja, okay. Und es wird immer dunkler. Ich sehe auch noch gar nichts, das ist gut. Ich sehe nichts, ich höre nichts. Alles Gutes an, alles gute Anzeichen. Da vorne ist einer. Ich wurde gesehen. Ich wurde gesehen. Ich habe Angst. Oh mein Gott, ist das dunkel. Ich sehe gerade gar nichts. Oh Mann. Okay, mittlerweile habe ich jetzt wieder ein bisschen mehr Licht.
Also noch kommen die hier nicht ins Haus rein. Das ist ganz gut. Das ist ein bisschen beruhigend. Ich könnte ja... Ich probiere es mal. Einer weniger. Okay, ich kann mich erinnern. Es war früher bei weitem schwerer, hier zu überleben. Also von dem her bin ich schon mal ganz glücklich, dass das jetzt so glimpflich ausging. Und ich muss mir jetzt hier echt mal ein bisschen mehr Licht machen, ey. Also definitiv soll ich dann demnächst mal mich darum kümmern, noch andere Sachen zu sammeln. Aber in der Zwischenzeit, wo es jetzt hier dunkel ist, kann man ja mal gucken, was man so alles bauen kann. Wobei das Crafting-Menü hier echt sehr minimalistisch gehalten ist. Eine Palmentür. Rope, okay. Wo ich Seil herbekomme, weiß ich natürlich noch nicht. Eine Tauchermaske, ein Kompass. Okay, ein Palmkapott. Ach so, bekomme ich Holzkohle? Eine interessante Variante, Holzkohle zu machen. Adam, reicht noch nicht. Adam, weiß ich das fürs nächste Mal. Was haben wir da? Ein Tisch? Oh, ein Tisch. Moment, sehe ich, dass es heller wird? Ja, es wird heller. Will ich schon raus? Ich weiß noch nicht. Ich traue mich einfach mal raus. Blödes Schwein. Greift mich Düna etwa auch an? Tatsache, Düna greift mich auch an. Egal. Erstmal, ich habe überlebt. Das ist das Wichtigste. Und ich brauche jetzt irgendwoher definitiv was zu trinken. Wenn ich jetzt nichts zu trinken bekomme, dann habe ich echt ein Problem. Oh, komm. Denn man kann ja auch schön verdursten. Verdammt, Drop Item. Drop Item. Drop Item. Oh Mann. Oh shit. Kann ich ins Wasser? Nein, ins Wasser kann ich nicht. Ah!
Okay, also, man muss jetzt hier auch noch echt sich beeilen, was das Ganze angeht. Oh Mann. Ja, skip, skip. Skip, 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 skip. Woher bekomme ich denn die Kokosnüsse? Also ich habe viel Zeit, das habe ich jetzt verstanden. Jetzt müssen wir darauf achten. Ja, kommt aus diesen Blättern raus. Also ich sollte dann doch mal hier vorher ein paar Blätter oder beziehungsweise Büsche hier kaputt machen. Jetzt habe ich schon 4 Kokosnüsse, also. Nun gut, ja. Open the Survival Guide. Press the button. Verdammt, warum habe ich das vorher nicht gesehen? Lies die Seite 1 bis 10, aber sorgfältig durch. Okay. So, erstmal hier alles kaputt machen. Warum hatte ich vorher nicht so viele Kokosnüsse bekommen? Hatte ich wohl ein bisschen Pech gehabt. So, alles einsammeln, was hier irgendwo... Nun gut, dann mal hier hoch. Na, dann muss ich das halt alles nochmal neu aufbauen. Aber jetzt weiß ich es ja besser. Add Item, Add Item. Warum macht er das nicht? Nee, das macht er so nicht. Schade. So. Dann machen wir das. Und das. Wunderbar. Maybe if I combine 2 sticks and 3 planks, I could create a pickaxe. Naja, das habe ich auch vor. Das habe ich auch vor. Nämlich genau so. Und ein Schwert machen wir uns auch noch. So, dann wollen wir mal schnell jetzt hier alles abbauen. Den Baum will ich jetzt mal komplett abbauen. So. Gibt 100%ig viele Kokosnüsse dann. Und dann verdurste ich auch nicht die Nacht.
Level up. So. Das Schöne ist, dass die Axt nicht kaputt geht, wenn man anscheinend hier Blätter kaputt macht. So, vier Kokosnüsse. Noch irgendwo Kokosnüsse? Ah, das sollte jetzt erstmal reichen. Dann... Was ist das? Palmlock? Nein, brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, alles fürs Haus bauen. Komm, jetzt kann ich noch eine Fackel machen, oder? Ah ne, Holzkohle meine ich. Eine Holzkohle kann ich bauen. Wunderbar. Und damit kann ich dann die Fackel bauen. Jedenfalls eine Fackel schon mal für die Nacht, damit es nicht ganz so dunkel ist. So, und durch die Kokosnüsse konnte ich mich auch ein bisschen sättigen. Seht ihr, und schon sieht das Ganze komplett anders aus. Nun gut, wie ich jetzt die nächste Nacht überleben werde und was uns diesmal passieren wird in der Nacht, das erfahrt ihr natürlich erst im nächsten Part. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trautrein. Tschö, tschö.